gerade in Richtung Münzkabinett, was eine ganz wichtige Institution hier ist, auch in dieser altehrwürdigen 375 Jahre alten Sammlung, sind wir noch auf eine andere Persönlichkeit gekommen, die mal ein ganz großer Name war und unserer Meinung nach eigentlich auch noch mehr ins Licht gerückt werden sollte. Das ist? Genau, das ist genau die Meinung, die ich auch vertrete. Das ist der große Numismatiker Berend Pick, der also allein im Rothauer Münzkabinett 41 Jahre wirkte, also ja die Sammlung betreute, wissenschaftlich betreute. Und es ist also schon natürlich bekannt, dass er Jude war, aber jetzt nochmal unter diesem aktuellen Jubiläum oder Anlass 2021 wird also natürlich nochmal spezieller zu dieser Persönlichkeit auch nachgeschaut und man hat nachgegraben und noch so einiges mehr an Archivalien zu ihm finden können, was spannende Ausschlüsse auch nochmal hergeben, die Archivalien zu seinem Leben, zu seiner Forschung. Und in den vergangenen Jahren ist ja immer auch mal was passiert Richtung PIC, also es sind auch schon eher kleinerer Art, also kleine Ausstellungen stattgefunden, muss man sagen, aber jetzt nochmal in diesem großen Kontext, dass er in den Mittelpunkt gerückt wird, finde ich auch sehr schön. Er ist ja also nicht nur 41 Jahre hier gewesen, was gleichbedeutend ist mit über die Hälfte seines Lebens. Ich glaube, 78 ist er geworden, im 79. Lebensjahr dann gestorben, auch nicht mehr in Gotha, aber dazu vielleicht später. Er wurde tatsächlich erster Direktor des Münzkabinetts, wenn ich das richtig gelesen habe. Vorher gab es das nicht. Das ist ganz, ganz spannend, ja, das kann man auch dazu sagen, zur Sammlungsgeschichte. Also Gotha hat eine ganz frühe numismatische Sammlung, wie das in anderen Fürstenhöfen natürlich auch war. Gleich mit Ernst dem Frommen sind natürlich Münzen und Medaillen auf den Friedenstein gekommen. 1712 war nochmal so ein großes Jahr, wo das Münzkabinett begründet wurde als eigene Institution, weil es damals eben auch schon so groß war, also wissenschaftlich aus der Kunstkammer heraus. Es wurde als erste Institution, also gegründet aus der Kunstkammer heraus. Der Bestand war immens gewachsen durch einen großen damaligen Ankauf. Und Berend Pick hat dem Ganzen auch nochmal weiter eins draufgesetzt durch also zahlreiche Erwerbungen, die er getätigt hat, also 30.000 Neuerwerbungen etwa, also 28.700 im Einzelnen, davon die Hälfte, also 15.000 Antikenerwerbungen, also ganz großartig auch als Sammler gewirkt hat. Aber und ja, ist halt, ja. 15.000 Antiken, das überrascht mich. Ich hätte jetzt gedacht, dass es ein viel größerer Anteil ist, wenn man seinen Bildungsweg sieht. Aber offenbar hatte er den Blick geweitet in seiner Funktion genau. Hier. Es ist umso mehr, muss man also da auch den Hut ziehen. Er ist ja natürlich im Hause aus Archäologe, hat alte Geschichte studiert in Berlin an der jetzigen Humboldt-Universität. Also auch ein sehr guter Student, dann auch später eben auch der großartige Wissenschaftler. Und hat trotzdem aber die Weite gesehen, also nicht nur die Antike, sondern eben auch Mittelalter und auch Neuzeit. Und genauso hat er auch publiziert, also auch nicht nur numismatisch, sondern auch die anderen Bereiche. Ich hatte gelesen, also ich bin nun wirklich kein Experte im Gegensatz zur Leiterin des Münzkabinetts hier. Wir hatten schon angesprochen 1712, dann war das hier internationaler Stellenwert, der hier in Gotha erreicht worden ist mit dem Münzankauf. Und dann Anfang des 19. Jahrhunderts war es nochmal ganz besonders, das zu lesen, nach Paris und Wien war es tatsächlich Gotha. Immer weiter gewachsen das Kabinett und die Bedeutung wirklich konnte international so ganz eingestuft werden. Wurde auch damals so gesehen und auch in der Literatur so benannt. Also das, da lassen sich Stellen auch heranziehen. Wo das also so vermerkt wurde damals schon. Und nochmal, um darauf zurückzukommen, also 1893 ist also die Direktorenstelle fürs Münzkabinett eingerichtet worden und mit ihm praktisch. Er ist der erste Direktor vom Gothaer Münzkabinett gewesen. Zuvor haben die Bibliothekare von der Herzoglichen Bibliothek das Münzkabinett immer zusammen betreut, also praktisch zweigeteilt. Nun waren aber die Anfragen, die wissenschaftlichen und immer weiter auch der Bestand so groß angewachsen, Ende des 19. Jahrhunderts, dass eben das erwogen wurde. Es muss jetzt ein Direktor sein, also ein extra Kabinett, jetzt auch wissenschaftlicher Art ein Kabinett, ne, was extra geführt wird. Und sein Vorgänger, Wilhelm Patsch, hat sich ja dafür eingesetzt. Ne? Dann hat also das schon bemerkt, das kann einer nicht alleine stemmen. Und da ist also nach Gotha berufen worden, Berend Pick. Wie war das in seiner Funktion dann noch in Verbindung mit der Bibliothek, mit der heutigen Forschungsbibliothek, die ja nach Braunschweig-Wolfenbüttel die Einrichtung, die Bibliothek in unserem Land ist, mit einer ganz bedeutenden Handschriftenkollektion beispielsweise und UNESCO-Welterbe etc.?
Hatte er da auch eine leitende Funktion? War er auch Bibliothekar? Es kam später nochmal, dass ihm die Bibliothek nochmal zugeschlagen wurde, 1928, wirklich nochmal der Kreis zurückging. Mhm. Aber wesentlich ist, dass er der erste Direktor im Münzkabinett, also nur für den Bereich erstmal war, die erste Zeit und überhaupt, muss man sagen. Und man hat sich, begann. Verstehe, und man hat sich auch nicht irgendwen sicherlich dafür geholt. Er war damals schon ein bekannter Mann. Also wenn wir uns vielleicht nochmal so den Bildungsweg vor Augen führen, Berlin, dann ging es weiter in die Schweiz. Richtig, genau. Also Berlin war, wie gesagt, der Studienort, wo er also auch dann praktisch berufen wurde für ein großes numismatisches Projekt. Und zwar wurden da antike Münzen nochmal unter dem Blickwinkel konkreter betrachtet. Corpus Novorum hieß das Werk, was damals gerade, wo er so frisch vom Studium kam, also ins Leben gerufen wurde. Und er hatte also einen namhaften, ganz bekannten Altertumsforscher, Theodor Mommsen, als seinen akademischen Lehrer. Und er hat ihn empfohlen und er hat ihn auch mehrfach eingeschätzt als in seiner Wissenschaftlichkeit, als sehr ernsthaft, sehr genau und sehr gut auch, wie er vorgegangen ist, also sehr kompetent. Deswegen ist er in dieses große Corpuswerk, was es ja bis heute gibt, Corpus Numerum, mit einbezogen worden. Und das betraf jetzt auch vor allen Dingen die Prägung, die antiken Prägung Nordgriechenlands. Mhm. Und da hat er also ein Teilband mit dafür also geschrieben, Dakien und Lösien betreffend. Und dafür hat er also auch richtig geforscht im Ausland. Also nicht nur die namhaften deutschen numismatischen Sammlungen, also er hat sich bewegt praktisch von Italien über Balkan bis hin nach Russland. In Russland, Petersburg, Moskau, Kiew und nur drei Stationen, wo er geforscht hat. Also muss man sich vorstellen, die reisen überall hin und dann auch die Forschungsstationen. Die Prüfung der Stücke, der antiken Stücke auf Stempel, Gleichheit oder Unterschiede, tiefste Forschung, das Ganze in Italien, also Rom, Venedig, Mailand, um nur eine Station zu nennen, oder Konstantinopel, also so um die Welt gekommen, um für so ein Werk also auch wissenschaftlich zu forschen. Also wirklich auch eine typische Laufbahn eines international vernetzten Bildungsforschers oder Bildungspolitikers vielleicht auch. Kleinigkeit nebenbei, ich habe als Laie natürlich auch mal auf die Wikipedia-Seite geguckt, über die wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen, wenn wir seine Biografie angehen. Mhm. Und interessanterweise gibt es eine deutschsprachige Version, macht Sinn. Mhm. Es gibt eine italienische und eine russische und das war's. Mhm. Aber wenn ich jetzt den Lebensweg hat er offenbar etwas hinterlassen. Richtig, hat was hinterlassen und das ist eben sehr bekannt. Also klar, die Numismatik ist ein Kreis für sich. Also praktisch parallel zur Kunstgeschichte, Numismatik war ja früher eine sogenannte Hilfswissenschaft. Das rückt immer mehr in den Hintergrund, weil die Bedeutung immer mehr erkannt wird, der Numismatik als künstlerischer Ausdruck auch, im kleinen Relief. Der Ausdruck überhaupt, also was man geschichtlich aussagen wollte, zu bestimmten Ereignissen der Geschichte, da ist also die Numismatik ganz wesentlich und auch zur stilistischen Forschung, ikonografischen Forschung. Mhm. Ja, wir kennen es ja gerade durch die Ernestiner, durch die Dynastie, die dahinter steckt. Richtig. Stichwort Luther-Reformation, Beschützer des Luthertums, also Medaillen, ähnlich wie Flugblätter, waren natürlich auch Machtinstrumente, ne? Dann eine Politik zu vermitteln, auszubreiten und auch mit dem eigenen Herrscherkonterfei sich da zu vergegenwärtigen. Aber apropos, ich sehe hier diese Schätze, die da ausgegraben worden sind und auch zwei Medaillen. Richtig. Also er ist also zu seiner Zeit also sehr anerkannt gewesen schon, ist klar, auch unter den Wissenschaftlern, aber hat auch einen schönen Freundeskreis gehabt, die sich also auch für ihn engagiert haben, auch für seine Ehrung. Und zu seinem 60. und 70. Geburtstag wurde auch überlegt, was man da machen könne. Und da wurden Rundschreiben verfasst, da haben wir als einen Nachlass, Schriftennachlass, den wir erst 1991 übergeben bekommen haben als Schenkung, Nachlass eines Freundes von ihm, Julius Wertheim, der in Berlin als Fabrikant lebte, mit dem er also einen regen Briefwechsel hatte und sie sich auch numismatisch ausgetauscht haben. Aus diesem Nachlass wurden also einige Akten auch offenkundig zum Werdegang dieser Medaille, dass man also wirklich aufgerufen hat, Freunde und Verehrer zu einer Art Sammlung zu veranstalten, um den Medailleur Bruno Eiermann, den man dafür auserkoren hatte, praktisch zu engagieren, praktisch für diese Medaille.
Und es wurde auch rege gespendet. Also man sieht ja auch, dass ein wunderbares Werk zustande gekommen. Wir haben also hier in der Sammlung sogar mehrere Exemplare in unterschiedlichen Materialien vorliegen. Und das war also 1921, also dieser Geburtstag, der 60. Und das sind einige, also eine bestimmte Stückzahl ist gefertigt worden, auch nicht zu viel, weil es sollte ja auch was Ehrenvolles sein, also keine Massenproduktion. Und auf Bruno Eiermann kam man eben, weil er in seiner Zeit also namhafter Künstler war, gerade mit Blick auf Porträts, auf physiognomische Echtheit, Realismus, auch künstlerische Fähigkeit, mit den Stichen umzugehen. Das saß ihm alles, also keine große Probe war möglich, er braucht auch kein Modell, ja, direkt praktisch in den Stempel geschnitten. Das passt natürlich auch zu einer Ästhetik der Antike, also richtig, das spiegelt das, sich richtig, Inhalt richtig. Und Form also richtig, wieder. Ja. Was sehen wir denn da genau auf dem Bild? Wir sehen genau, also ein wunderbares Porträt von Berend Pick, also ein entsprechendes Altersporträt, also 60-jährig, wie gesagt, wiedergegeben. Und auf der Rückseite sehen wir eine Athena-Darstellung, eine stehende Athena mit Speer, Schild und sie hält auch etwas in der Hand. Also wäre jetzt auch im römischen die Minerva, um das nochmal so darzustellen, dass also die zwei Varianten für eine Göttin in der Antike also gültig sind, wenn man das heute so hört. Und das Wesentliche ist aber, dass diese Athena Minerva also das Schloss Wiedenstein auf der einen Hand trägt. Und das nimmt praktisch Bezug ikonografisch diese Art Ehrenmedaille auf die tempeltragenden Gottheiten in der Antike, worüber also Berend Pick einen Aufsatz schrieb. Und er sich auch mit diesem Thema ikonografisch auseinandergesetzt hat. Also er hat sich vielfältig ikonografisch auseinandergesetzt. Und das war eben ein Hauptthema, was sich sehr stark anbot. Und das kommt auch zum Ausdruck, wie sehr man also damit auch seinen Arbeitssitz Schloss Wiedenstein, also praktisch einen Tempel gleichsetzte, also er als wissenschaftlichen Tempel auffasste und er eben der Wissenschaftler dieses Tempels. Ne? Unglaublicher Ausdruck. Also ja. Er wird sich wohl gefreut haben zum 60. Geburtstag. Das ist eine Würdigung seiner Tätigkeit und eine Würdigung des Ortes. Richtig, genau so ist es. Ja, und wenn man sich das mal überlegt und wieder das Themenjahr sich vergegenwärtigt, also jüdische Kultur eindeutig ist Teil eigentlich unserer Identifikation. Also auch hier ganz klar in Verbindung mit Schloss Friedenstein, wichtiger Identifikationsfaktor, nicht nur in Gotha und der Region, sondern natürlich auch in der mitteldeutschen Schlösserlandschaft nicht wegzudenken zwischen Eisenach und Weimar, das Wahrzeichen schlechthin. Also ganz, ganz spannend. Also offenbar gibt es Lücken, die entstanden sind durch eine offensichtlich wirkmächtige Vernichtung. Und ja, die gilt es zu schließen mit solchen schönen Funden. Richtig, ja. Also wie gesagt, manches ist natürlich bekannt gewesen, sammlungsgeschichtlich wie diese Kataloge, Erwerbungskataloge. Dieser wunderbare Nachlass hat also einige neue Aufschlüsse auch gebracht, was auch sein Privatleben betraf, dass er eben zu dem Julius Wertheim, dem Fabrikanten in Berlin, also so eine enge Beziehung unterhielt, er ihm aber auch Münzen angeboten hatte, die er aus dem Kunsthandel erworben hatte, praktisch so als Mittler. Zum einen für die Münster und Gotha die Dinge besorgt hatte, aber eben auch für Freunde und Bekannte gleichermaßen. Und er ja auch der Julius Wertheim ebenso Jude war, zeigt wieder, dass man sich auch in diesen Kreisen, also Freundschaften schloss, sich gerne zusammenschloss, auch austauschte, vielfältig. Verstehe, das hat man auch gemerkt, als man ihn betrauern musste, als er durchaus schon als im Alter befindlicher Mann dann verstorben ist, das ist er aber nicht mehr in Gotha, nicht wahr? Richtig, das stimmt. Vielleicht zu den letzten Jahren nochmal zu ihm. Also er ist praktisch bis 1934 hier angestellt gewesen, tätig gewesen in Gotha und ist dann in Ruhestand gegangen oder versetzt worden. Man kann beides lesen, ne? Also dieses versetzt werden ist sicherlich also, auch durchaus genau. Zynisch zu verstehen. Ja, man kann die zwei Varianten, die man vielleicht auch nochmal mehr aufdröseln müsste, nochmal nachgehen müsste, nachforschen müsste. Im selben Jahr ist nämlich ein Mitarbeiter von ihm auch gegangen. Der ist seit 1932 unter ihm angestellt worden, Tassilo Hoffmann. Er hat ihn eigentlich als seinen Nachfolger auserkoren, weil das macht man auch so im Bereich der Wissenschaft, der Sammlungsbetreuung, dass man gerne jemanden so kurz bevor man in Pension geht, nochmal so unter die Fittiche nimmt oder mit sagt, ich bräuchte jetzt noch einen Assistenten oder so und der kann dann später die Sache dann übernehmen. So war das eigentlich auch gedacht. Eine Lernphaseübergabe auch. Ne? Richtig, aber dieser Tassilo Hoffmann war eben ganz strenger in der Vorstellung, also in seiner Anschauung nationalsozialistisch geprägt und hat ihn wohl da sehr zugesetzt. Das war dann auch der Stiftung also hier in Gotha bekannt und er wurde also entlassen mit Abfindung, der Tassilo Hoffmann. Und das war dasselbe Jahr,
in dem auch Pick also in Ruhestand ging. Natürlich war er entsprechend alt. Ne? Mhm. Also als er in Ruhestand ging, war er 73 Jahre alt. Das ist ja normal, kann man sagen. Also auch altersbedingt, aber man kann eben natürlich auch sagen, in einem Jahr gehen die beide. Ne? Es ist also, aber da will man jetzt nicht reinlesen, nur einfach so, man kann ja da nochmal nachforschen. Das ist wahr. Und das Ehepaar Gertrud ist? Gertrud, die Frau, ja, sie genau. Sie sind zusammen zurück nach Berlin. Nach Berlin, praktisch hat sich das wieder geschlossen, der Kreis, also wo er studiert hat. Genau, Schöneberg, Stadtteil Schöneberg. Ja. Ne? Und sind dann nach Berlin gegangen 1934 ist er in Pension gegangen, so rum, und 1936 sind sie nach Berlin gezogen. Genau, richtig. Ja, und es ist also in der Literatur immer noch die falsche Vorstellung zu sehen, neben der richtigen Richtigstellung, dass er den Freitod gewählt hätte. Es ist aber nicht an dem. Er ist 1940 eines natürlichen Todes gestorben, aber seine Frau Gertrud. Sie hat also den Freitod gewählt, also kurz nach ihrem 78. Geburtstag. 1942 hat sie sich also versucht umzubringen und ist dann in ein südliche Krankenhaus gekommen, ist aber dort verstorben. Und wer sich also jetzt ein bisschen mehr auseinandersetzt mit den Jahren, also der jüdischen Verbringung und Vernichtung, das war 1942, 1943 waren die zwei schlimmen Jahre, wo also ganz viele Transporte abgingen. Also eine richtige Industrialisierung. Eine furchtbare Sache, also wirklich ja, auch familienweise, auch Familien- und auch Alterstransporte Richtung Theresienstadt und Auschwitz. Und dem wollte sie durch den Freitod wahrscheinlich zuvorkommen, dass sie dem entgegen. Auf seinem Grabstein in Berlin-Weißensee sind Worte von Leo Beck, also keinem geringeren als Leo Beck, ein sehr berühmter Rabbiner und einer der bekanntesten Vertreter des liberalen, progressiven Judentums. Er hat nämlich gesprochen über ihn also man sieht auf dem Grabstein durch Liebe unvergesslich, das wird sicherlich seine Frau übermittelt haben, aber dann drunter von Beck, treu den Menschen, treu dem Judentum, treu seiner Wissenschaft. Mhm. Ja, also gerade im wissenschaftlichen Netzwerk ist er auf jeden Fall geblieben. Er hatte auch mehrere Stationen, wir haben gar nicht alle angesprochen. Richtig, ja, genau so ist es. Er war ja an zwei Universitäten auch namhaft also tätig als Professor, als außerordentlicher Professor, dann später als Honorarprofessor. Einmal in Zürich hat er also Numismatik gelesen, auch Hilfswissenschaften, wie es eben damals noch genannt wurde. Und dann auch in Jena, dass ich gleich also auch bemüht, als er hier in Gotha die Stelle hatte, in Jena an der Universität also ein Lehramt anzunehmen, erst als außerordentlicher Professor und später als Honorarprofessor. Und in der Zeit zwischen 1896 bis 1915 war er also da tätig in Jena und hat im Hörerkreis etwa so durchschnittsmäßig von 25 Studenten gehabt. Schwierig wurde es dann für ihn natürlich während des Ersten Weltkrieges, da dünnte sich das aus, also die Höreranzahl und auch die finanzielle Lage der Universität Jena war also nicht mehr so gut. Und er hatte sich immer ein festes Honorar erhofft als Honorarprofessor und das wurde ihm in dem Sinne nicht so bewilligt, wie er sich das vorgestellt hatte. Und er hat aus verschiedenen Gründen dann Abstand von diesem Lehramt genommen. Mhm. Ja, aber er hat also während dieser Zeit sehr viel an Wissenschaft auch den jungen Nachwuchs mitgegeben, also sprich den Studenten, also den Hörerkreis. Das waren also auch nicht nur Altertumswissenschaftler, sondern breit gefächert, also aus allen Fakultäten haben die da teilgenommen. Und er hat also näher gebracht, nicht nur die griechisch-römischen Münzen, also er hat Epigraphik auch mit gelehrt, oder eben auch Quellenkunde, was macht Quellenkunde in der Altertumswissenschaft aus, also römischen Geschichte, das war ja auch so mit so seinem Steckenpferd. Und das hat er anhand Gotha Objekte auch oft belegt. Also es ist auch überliefert. Er muss vielleicht teilweise noch die Münzen mitgenommen haben oder das weiß man jetzt nicht im Einzelnen, aber es ist überliefert, dass er das anhand der Gotha Objekte dann dargelegt hat. Also Forschung und Bildung gleich zusammen. Richtig, richtig. Ja, also ihm ging es auch immer um die Wissensvermittlung, das kann man glaube ich sagen. Ne? Richtig, ja. Also wenn man das lesen kann, dann hat man ihm auch gerne zugehört oder seine Aufsätze. Er hat sehr, sehr viel publiziert, glaube ich. Also er hat über 80 Publikationen aufzuweisen, also 81 größere Aufsätze und so weiter. Daneben noch Besprechungen, die er geschrieben hat oder Berichte über seine Vorlesungen oder über Vorlesungen überhaupt und ja, also Rezensionen, alles sowas. Und eben nicht nur Antike, neben diesem großen Corpus Novorum Hauptwerk hat er also, wie gesagt, auch antike Aufsätze, kleinere Arbeiten, Monographien und sowas
geschrieben, aber eben auch zur neuzeitlichen Medaillenkunst zum Beispiel. Oder hat über Ferdinand Helfricht, also dessen Werk herausgegeben, umfangreich, also in Publikationen, alle Medaillen und Münzen, die er so geschaffen hat, Helfricht. Und als Ehrerbietung an den Gothaer Medailleur des 19. Jahrhunderts, um ihn zu würdigen, dass er für die Stadt Gotha also auch so viele Medaillen, interessante Medaillen geschaffen hat. Gut, also kann man kurzum sagen, Bärenpick und Gotha und darüber hinaus natürlich auch die internationale Wissenschaft, wurde unter anderem ausgezeichnet mit der Royal Numismatic Society Medaille. Mhm. Also ist er ein Name und von daher werden wir uns weiter um ihn kümmern in Zukunft. Es gibt nicht nur diese Büste, wir haben auch noch eine andere im Depot. Richtig. Die wird jetzt gerade gereinigt und soll auch, sobald da Mittel bereitstehen, auch ordentlich restauriert werden. Das ist fast eine expressionistische Version, nicht wahr? Richtig, das stimmt, das ist so. Und vielleicht noch kurz zum Abschluss, dass man also auch schon Ehrungen hier in Gotha im Abschluss Friedenstein hatte in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Dieser kleine Katalog zu den römischen Münzen ist also zu Ehren von Pick 1980 erschienen, zu seinem 40. Todestag. Und hat fest also bestimmt interessante Themengruppen der antiken Numismatik nochmal in kleinerem Format zusammen. Gut, also wir befassen uns weiter mit ihm. Schön, dass wir wieder an ihn denken. Finde ich auch sehr schön. Gut. Danke für das Gespräch. Das wollte ich auch sagen. Vielen Dank.